Hallo zusammen, ich hier ist wieder Attila und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Drachenrennen und zwar bei einem ganz bestimmten Event. Wir sind einmal bei dem Event Kalenderpokal. Das findet aktuell vom 15. August bis zum 28. August statt, heißt insgesamt 2 Wochen habt ihr Zeit. Und das scheint anscheinend jetzt so eine Art Feiertag zu sein. Vermutlich wird der jetzt immer wieder kommen. In welcher Frequenz wissen wir aktuell noch nicht. Aber solltet ihr jetzt nicht in dem Zeitraum das Video sehen, sondern später, der soll anscheinend wieder kommen. Müsst ihr immer mal so ein bisschen Auge auf euren Kalender werfen und gucken, ob der bei euch gerade am Start ist. Wenn ihr den habt, dann könnt ihr insgesamt 9 verschiedene Rennen hier in Kalendor fliegen. Und bei diesen Rennen ist es so, dass wir dementsprechend die Möglichkeit haben, in verschiedenen Zonen hier mit diesen Bronzezeithütern zu quatschen. Und da gibt es 3 Möglichkeiten. Einmal die Strecke auf Normal zu fliegen, einmal die Strecke auf Fortgeschritten und einmal die Strecke auf Rückwärts zu spielen. Wir wollen uns jetzt Rückwärts angucken. Normal ist relativ einfach, da mache ich jetzt ehrlich gesagt kein Video. Fortgeschritten werde ich ein Video machen, wo ich euch alle Strecken zeige. Und jetzt gucken wir uns quasi das Rückwärts an. Das sollte eigentlich so ein Anflug sein, das Schwierigste sein. Wir fangen einmal an hier in den 1000 Nadeln. Und zwar sind wir in Kalendor, dann 1000 Nadeln auf den Koordinaten 9, 17. Übrigens, kleine Randinformation, wenn ihr noch eine Quest mitnehmen wollt, gibt es hier einmal die Quest Einführung in den Kalendor-Pokal. Da gibt es dann auch noch ein paar von diesen Abzeichen, die wir gegen Tiermog eintauschen können. Die gibt es unter anderem auch bei den Rennen an sich, wenn ihr die abschließt. Und ja, diese Quest könnt ihr einfach in Waldracken annehmen. Und zwar bei diesem Podium, wo ihr auch euren Drachen ja umgestalten könnt. Also etwa hier in Waldracken, ne, da könnt ihr euren Drachen umgestalten. Und während des Events gibt es da einmal eine Quest, wo ihr dann nochmal 10 extra Marken kriegt. Juti, dann würde ich sagen, starten wir die Strecke durch. Und zwar wählen wir hier umgekehrt aus. Sudala, dann starten wir in den ersten Run rein. Jetzt muss ich mal gucken. Im Endeffekt ist es dieselbe Strecke, die ich jetzt eben im Fortgeschritten gespielt habe. Bloß jetzt halt im umgekehrten Modus. Im Fortgeschrittenen hatte ich, lass mich mal jetzt nicht lügen, ich glaube 4 Tries gebraucht. Ging, also ist jetzt nicht ultra schwer, ne? Ich bin ja schon ein erfahrener Drachenrennenflieger, wie man das auch immer betiteln möchte. Und hab ja die ganzen anderen Achievements alle schon durchgeballert soweit. Bei manchen Strecken habe ich da deutlich mehr gebraucht. Aber mal gucken, umgekehrt ist dann immer auch nochmal ein Ticken schwerer tatsächlich. Dann gucken wir mal, wie krass die ist. Jetzt versuchen wir hier möglichst an den Felsen entlang uns zu schubbern. Wenn es geht, die ganzen Wolken mitzunehmen. Zumindest die, die relativ nah der Strecke liegen. Ne? Also wenn die jetzt ewig weit weg von den Ringen sind, dann lohnt sich das meistens nicht wirklich. Dann lassen wir die lieber liegen. Aber die, die nah dran sind, am besten mitnehmen. Jede dieser grünen Wolken bringt euch genau ein Elan. Und dementsprechend könnt ihr euren Schub nach vorne ein wenig spammen damit. Und das ist eigentlich eine relativ feine Angelegenheit. Jetzt gucken wir mal, da müssen wir relativ eng rum. Ich habe noch Elan über, aber hat das gereicht für Gold? Oh, es hat sogar richtig gut gereicht für Gold. Das war eine schöne Nummer, First Try bei mir. Und ja, dann würde ich sagen, weiter zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar in Farallas auf den Koordinaten 64, 54. Und übrigens, es sind 16 Rennen und nicht 9, wie ich eingangs gesagt habe. Ich habe das nochmal nachgeguckt, also sind doch ein paar mehr. Gut, jetzt wählen wir hier einmal rückwärts aus und dann schauen wir mal, wie schwer das ist. So, Dola, Try Nummer 4. Ich habe jetzt eben ein bisschen über eine Sekunde noch, war ich über der Goldzeit. Muss ich mal schauen, wo ich noch was rausholen kann. Also, wo ich jetzt wahrscheinlich gerade schon was rausgeholt habe, ist, dass ich nicht hängen geblieben bin. Den 3 Tries davor habe ich es geschafft, immer an diesem zweiten Torbogen hängen zu bleiben. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Vor allem, man kommt von oben relativ steil runter. Und je nachdem, wo man einfädelt, ne, wenn man zu weit oben einfädelt, bleibt man halt oben an dem Torbogen hängen. Oder man dotzt halt unten auf dem Boden auf, wenn man zu tief fliegt. Also, das ist ein bisschen tricky. Hier wollen wir jetzt gleich gucken, dass wir nach oben fliegen. Wieder steil nach unten. Durch diese Flaggen können wir anscheinend durchflattern, also das passt. Mal schauen, dass ich ein bisschen Elan hier wieder spare.
am Ende ordentlich durchpowern können. Wobei, hier kommen jetzt ein bisschen mehr Orbs, ne? Vielleicht können wir da zwischenrein schon ein bisschen was rausknallen. Am Anfang ist halt hauptsächlich das Problem, dass man zu wenig hat. Na komm, das könnte gut sein. Jawohl, diesmal hat es gereicht. Aber es war knapp, ne? 0,2, 0,1 irgendwas, was gefehlt hat. Aber ja, nach 4 Tries konnte ich auch das eintüten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt in Silithus, hier unten auf den Koordinaten 39, 84, bei den Ruinen von Anquirei. Und dort machen wir das umgekehrte Rennen. So, Try Nummer 7. Schauen wir mal. Also einmal nach vorne, einmal nach oben. Dann nochmal nach vorne. Ich glaube jetzt gerade, dass ich möglichst viel raushole hier am Anfang. Das ist schon ein bisschen eine kniffligere Strecke. Mal einmal nur nach vorne und jetzt sparen wir Elan. Quasi hier kein Speed mehr einsetzen. Dann hier nach oben. Oh, jetzt habe ich richtig viel Elan gespart. Schauen wir mal, ich denke mal, den anderen Typen werden wir abziehen. Ich probiere jetzt hier auch mal nach oben fliegen aus. Ich glaube, das könnte was bringen. Schauen wir mal, den einen nehmen wir jetzt mal als Benchmark her. Müsste mehr Elan als der haben. Spielt aber auch ganz gut durch hier. Jetzt haben wir ihn abgezogen. Ob wir auch den Timer abziehen, das wird sich halt jetzt zeigen. Komm nach oben. Doch, ich habe ein gutes Gefühl. Jetzt kann ich nochmal speeden hier. Das könnte was werden. Yes. Okay, mein Sparplan quasi hat sich ausgezahlt, ne? Dadurch, dass ich hier, wo wir dann quasi in diesen Kessel runterfliegen, keine Elan mehr eingesetzt habe, habe ich richtig gut was sparen können, auf der restlichen Strecke rauspulvern. Ah, das war nicht schlecht. So, dann sind wir am nächsten Spot und zwar einmal im Ogoro-Krater auf den Koordinaten 53, 93 und dann fliegen wir jetzt mal hier die Rückwärtsstrecke. Duty, dann gleich mal der erste Try. Und bei der, beim Fortgeschrittenen habe ich schon gelernt, dass der Way to Go ist, hier einfach nur den Speed die ganze Zeit durchzubredeln. Also so habe ich zumindest die Strecke am besten geschafft. Keine Ahnung, ob das dieselbe Geschichte bei der Rückwärtsstrecke ist, aber wir werden es jetzt mal genauso fliegen und mal schauen, ob das quasi klappt. Weil hier gibt es einige kleinere Steigungen drin. Es gibt auch kleine Passagen, wo es jetzt nicht so viele Orbs gibt, ne? Und da habe ich versucht, bei der normalen Strecke halt zu min-maxen, zu schauen, mit nach oben fliegen, ein bisschen Elan sparen, alles Mögliche. Das war aber ein gutes Stück langsamer, als wenn ich einfach nur den Vorwärtsschub die ganze Zeit spam und ja, nichts anderes mache. Und halt klar, du musst natürlich schauen, dass du so ein bisschen die Kurven schneidest, ne, so ein bisschen den direktesten Weg im Optimalfall fliegst. Aber das ist ja bei jeder Strecke der Fall. Ob ich jetzt gut in der Zeit bin. Zumindest bin ich jetzt so halbwegs schnell. Naja, wohl, hier kacken wir jetzt gerade ganz schön ab. Ja, gut. Schauen wir mal, was fehlt. Also ich glaube, für Gold wird es nicht reichen. Oh, da wären wir jetzt fast hängen geblieben, ne? Ja, ich glaube, da waren wir zwischenzeitlich zu langsam. Ah doch, hat's gereicht, oder? Es hat gereicht für Gold, ja. Tatsächlich. Wunderbar, dann war das hier gleich First Try. Dann können wir weiter zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt in Uldum auf den Koordinaten 55, 42. Und dort wollen wir jetzt einmal die Rückwärtsstrecke spielen. Beziehungsweise fliegen. Und mal gucken, wie wir die einmal hinkriegen. So, Dollar, Try Nummer 14. Ich probiere das jetzt hier wieder ein bisschen anders, ne? Ich hatte jetzt ein paar Tries versucht, quasi das nach oben fliegen zu drücken. Aber das hat mir irgendwie mehr Zeit gekostet, als es mir gebracht hat. Habe ich zumindest so den Eindruck.
Nur das Ziel wieder ein bisschen anders. Also gut, klar, hier brauchen wir es, ne? Da hilft's nichts. Aber bei den anderen Stellen, da fand ich es jetzt ehrlich gesagt nicht so prickelnd. Hier zum Beispiel, da bin ich dann jedes Mal an dem Ding hängen geblieben. Machen wir das jetzt hier nicht mehr. War es aber ganz knapp mit dem Tor, ne? Versucht die jetzt schon immer so ein bisschen zu schneiden, die Dinge. Guck mal. Ja, also diesmal war so fast eine Sekunde drunter. Ich meine auch, gerade bin ich am Boden entlang geflogen und habe Elan gekriegt. Ich glaube, das hat auch was gebracht. Und diesmal habe ich jetzt eigentlich das nach oben fliegen nur einmal hier eingesetzt, ne? Sonst gar nicht. Also, ich glaube, das war die bessere Entscheidung, dass ich so geflogen bin. Gut, dann zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar einmal im südlichen Brachland. Hier unten auf den Koordinaten 42, 93 ist der nächste Bronze-Zeithüter. Und wir machen jetzt einmal die Rückwärtsstrecke. So, da, dann haben wir den Try Nummer 3. Jetzt gucken wir mal, ich bin in beiden Tries jetzt leider aber hängen geblieben. Das erste habe ich zu Ende geflogen und da hat dann so gut wie gar nichts gefehlt. 0,09 oder so hat gefehlt, also nicht sonderlich viel. Und das zweite Mal bin ich jetzt gleich da vorne an so einer Dorne hängen geblieben. Da muss man aber echt ein bisschen gucken. Den Run habe ich dann gar nicht fertig geflogen, fliege ich jetzt sehr, sehr tief. Dann passt das auch. Hier gehen wir jetzt nach oben steil. Ach, Digga, ich bleibe an dem Dach da hängen, ne? Steil nach unten. Ich bin auch vorhin gerade an so einem Pfahl hängen geblieben, ne? Also von dem her. Und hier habe ich keinen Speed mehr. Aber es reicht für Gold. Okay, also das Rennen ist relativ gnädig bemessen. Ich habe es bei Vibe nicht perfekt gemacht und es hat trotzdem gereicht. Juti, haben wir das auch fertig? Weiter zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar einmal auf den Koordinaten 27, 63. Hier bei Maraudon in Desolois. Und da wollen wir jetzt einmal die umgekehrte Strecke fliegen. Sodala, Try Nummer 2. Eben bin ich vorhin geblieben. Einmal weggedisconnected, ne? Da hat der Baum quasi WoW beendet. Da will ich jetzt am besten diesmal nicht mehr hängen bleiben. Im fortgeschrittenen Modus war das eigentlich eine relativ easy Angelegenheit. Gucken wir mal. Ich hoffe, der zweite Try wird's hier. Ich meine, eben bin ich an diesem kleinen Zelt da ein bisschen. Touchiert habe ich es, ne? Das hat mir wahrscheinlich einen Ticken Geschwindigkeit gekostet. Also wenn das jetzt eine knappe Kiste wird, dann wissen wir, woran es gelegen hat. Woran hat es gelegen? So, jetzt gucke ich gleich mal, wo der Ast ist, der mich zum Disconnecten gebracht hat. Der war jetzt irgendwo da hinten. Der hier war es, ne? Da fliegen wir jetzt lieber weiter unten durch. Oh, ich habe, glaube ich, so ein Ding liegen gelassen, ne? So eine Orb. Belastend. Schon richtig eng, ne? Oh, ho, 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 ho. Okay, das war jetzt eine fiese Nummer. Und? Naja, das hat ja easy gereicht. Also seht ihr, das Zelt hat auch nichts ausgemacht. Die Strecke ist relativ ja, gut von der Zeit ausgelegt, ne? Da, selbst wenn man über hängen bleibt, passt das. Juti, dann weiter zur nächsten. Dann sind wir hier beim nächsten von den Bronzezeithütern. Und zwar, wir sind jetzt einmal zwischen dem südlichen und dem nördlichen Brachland. Ne? Beim nördlichen Brachland ist es auf den Koordinaten 32, 59. Und dort wollen wir jetzt einmal den Rückwärtsmodus machen. So, dala, Try Nummer 3. Ich schäme mich gerade ein bisschen dafür, dass ich jetzt den dritten Try machen muss, weil die Strecke relativ easy ist. Aber ich wirklich dumme Sachen verkackt habe eben. Also im ersten Try habe ich so einen Ring quasi mitgenommen. Im zweiten habe ich eine Feuerkugel mitgenommen. Einfach so unnötige Sachen. Vor allem, ich sag's immer, wenn man das nicht macht, ne? Und zack, habe ich selber gemacht.
Ja, das ist natürlich schon bitter. Ich glaube, jetzt haben wir auch noch eine Pflanze touchiert. Oh, RIP. Wenn das jetzt wieder nichts wird. So, komm, aber ich glaube, wenn wir jetzt keine Feuerkugel erwischen, dann sollte es passen. Ich habe zwar die Pflanze jetzt ein bisschen touchiert, aber das kostet, glaube ich, nicht so viel Zeit, oder? Ja. Ah, 2 Sekunden sogar drunter. Also die ist wirklich einfach, ne? Wenn ihr keinen Scheiß baut, so wie ich, dann läuft das eigentlich. Gut, dann weiter zum nächsten. Dann sind wir im nächsten Gebiet und zwar sind wir einmal im Steinkrallengebirge. Wir befinden uns auf den Koordinaten 66, 86 und jetzt wollen wir einmal das umgekehrte Rennen fliegen. Juti, das ist jetzt der erste Try. Normal und fortgeschritten war hier tatsächlich sehr einfach, ne? Hatte ich gar keinen Stress. War eigentlich bei beiden ein gutes Stück unterm Timer. Beim Normal waren wir jetzt 20 Sekunden unterm Goldtimer. Fortgeschritten war es jetzt... Oh, ich sehe gar nichts. Das war jetzt mega lucky, dass ich da nicht geslowt wurde. Ich bin einfach komplett durchs Unterholz gerast. Alles klar. Was soll ich sagen? Genau. Fortgeschritten war ich jetzt 5, 6 Sekunden drunter. Ich hoffe jetzt mal, dass der Timer vom umgekehrten Rennen... Ah, kacke, da sind wir jetzt doch hängen geblieben. Dass der ähnlich großzügig ist wie die anderen beiden Schwierigkeitsgrade. Und dann sollte das hoffentlich hier gar kein Stress sein, weil ich bin jetzt schon eine ganze Weile an den Rennen dran, tatsächlich. Das eine oder andere ist ja auch ein bisschen schwieriger. Und ja, langsam würde ich ganz gern fertig werden, wisst ihr, was ich meine? Aber es kommen noch einige Rennen, ne? Also wir sind gerade mal halb durch. Also das war jetzt nicht so gut wie das Fortgeschrittene und das Normal. Ich habe eine Orb vergessen. Ich habe zwischendrin ein bisschen Speed verloren, weil ich so einen Baum mitgenommen habe. Jetzt gucken wir mal. Aber wir sind trotzdem 3 Sekunden unterm Timer. Also das ist sehr, sehr einfach gestaltet. Gut, weiter zum nächsten. Dann sind wir auf dem nächsten Spot. Und zwar befinden wir uns einmal im Eschental auf den Koordinaten 36, 30. Und hier wollen wir jetzt das umgekehrte Rennen einmal fliegen. So, Try Nummer 2. Eben haben 0,75 gefehlt. 3/4 Sekunde. Schauen wir mal, ob wir die noch irgendwo rausfliegen können, ne? Schwierig ist die Strecke jetzt ehrlich gesagt nicht. Also, wenn man jetzt nicht irgendwie blöd irgendwo hängen bleibt, ist das eigentlich alles machbar. Aber irgendwo muss ich halt diese 3/4 Sekunde noch rausholen. Oh, jetzt dachte ich, ich bleibe an dem Baum hängen, ich sag's euch. Scharfe Kurve. Ich meine aber, diesmal bin ich schneller, so gefühlt zumindest, als im letzten Run. Hier könnte man an der Ruine eventuell noch ein bisschen zügiger vorbeizirkeln. Ja, da haben wir's. Gold. Okay, wie viel war ich jetzt drunter? War knapp, ne? Aber war machbar. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar im Teufelswald, einmal hier oben auf den Koordinaten 57, 11 und dort fliegen wir jetzt mal das umgekehrte Rennen. So, Try Nummer 4. Schauen wir mal, dass wir nirgends hängen bleiben. Ich hatte jetzt noch keinen wirklich richtig guten Try, wo ich jetzt quasi nirgends hängen geblieben bin, ne, und einfach eine perfekte Runde hatte oder zumindest annähernd. Vorhin haben 5 Sekunden oder so gefehlt. Da habe ich aber auch versucht, unter diesem Steg durchzukommen, wo es im fortgeschrittenen Modus Sinn macht, weil da eine Orb ist oder halt so eine, ne, so eine Wolke. Jetzt habe ich im Reverse-Modus gesehen, dass da, glaube ich, keine war. Zumindest bin ich ins Wasser reingeplumpst, war dann komplett weggeslowt, ne? War auf jeden Fall eine blöde Angelegenheit. Ich glaube, das ist es dann tatsächlich auch nicht wert, da reinzuflattern. Also das lassen wir jetzt hier, fliegen wir drüber. Oh, jetzt habe ich da eine Orb nicht mitgenommen. Das ist natürlich schlecht, da bin ich zu weit drüber geflattert. Aber ist egal, wir haben trotzdem Gold geschafft. Sogar 3,5 Sekunden drunter. Wunderbar. Dann zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinden wir uns jetzt einmal auf den Koordinaten 68, 68 in Winterquell. Und hier wollen wir einmal die umgekehrte Strecke fliegen. Ja, dann schauen wir mal rein.
Sudala, dann haben wir jetzt den Try Nummer 2. Also ich sag's mal so, beim First Try habe ich nur Bronze geschafft. Das sagt schon einiges aus. Es war zwar knapp zu Silber, ne? Aber ich befürchte fast, dass das hier ein paar mehr Tries werden. Aber mal gucken. Und ich bin jetzt eigentlich auch nirgends hängen geblieben, ne? Beziehungsweise gestriffen habe ich auch nichts. War jetzt nicht super duper, aber war okay, ne? Und dafür nur Bronze? Weiß ich nicht. Mal schauen. Also gefühlt bin ich jetzt schon ein gutes Stück schneller. Jetzt habe ich das nach oben fliegen eben nicht mitgenommen. Ne? Wir bredeln jetzt hier einfach mal nur durch und gucken mal, wie es damit läuft. Habe ich eigentlich immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Durchbredeln. Ah, find's jetzt nicht schlecht. Ich konnte jetzt die ganze Zeit eigentlich speeden. Durchgehend. Easy. Einfach nur durchbredeln. Fast 3 Sekunden schneller. Das war ein guter Flug. Das war jetzt irgendwie, keine Ahnung, warum das jetzt so gut lief, aber das war gut. Ja, definitiv. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir jetzt hier im Hiel auf den Koordinaten 56, 28. Und dort wollen wir jetzt das umgekehrte Rennen fliegen. Sudala, erster Try. Fortgeschritten war eigentlich jetzt auch easy. Jetzt gucken wir mal, wie es beim Umgekehrten ist. Hier sind ein paar enge Kurven dabei, ne, wo man ein bisschen gucken muss. Und Elanmanagement, ja, also ich sag mal so, bei Fortgeschritten hatte ich ein bisschen das Problem, dass ich zeitweise zu slow wurde. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen was aufsparen zwischendurch. Jetzt baller mal bei Umgekehrt, aber erstmal einmal raus, ne. Und wenn es dann nicht reicht im nächsten Try, dann muss ich vielleicht ein bisschen Elanmanagement betreiben. Aber ich denke mal, die Strecke ist bei den anderen Schwierigkeitsgraden relativ easy gescaled. Wird wahrscheinlich hier auch dasselbe sein, oder? Ja, ich dachte es mir fast. Gut, wir sind jetzt eine Sekunde drunter gewesen, aber Gold haben wir. Und ja, dann können wir weiter zum nächsten. Dann sind wir am zweiten Spot im Hiel. Und zwar hier unten auf den Koordinaten 22, 54. Und dort können wir jetzt einmal die umgekehrte Strecke angehen. Und ja, mal gucken, wie schwer die ist. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen wegen den Feuerbällen. Im fortgeschrittenen Modus hatte ich da schon das ein oder andere Problem mit den Teilen. Vor allem bei denen, die ziemlich nah am Boden spawnen. Oh, ach komm, den machen wir nochmal. Da haben wir den Baum mitgenommen. Gut, Try Nummer 8. Langsam nervt mich die Strecke, aber was willst du machen? Da, den Baumwipfel, habst du den gesehen? Der hat mich schon einige Tries gekostet. Ich habe schon gute Bekanntschaft mit dem einen oder anderen Baum hier. Der nächste kommt gleich da hinten. Das war der hier. Danke fürs Followen. Nein. Da hat mich ein Feuer erwischt. Wollte ich zu direkt die Linie durchballern. Keine Elan mehr, ne? Na endlich! Diese Kackstrecke. Ich habe jetzt ein paar Mal hier dieses Hochfliegen benutzt. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht da. Gut, dann sind wir hier auch fertig. Und zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar sind wir einmal in Ashara auf den Koordinaten 66, 25 in etwa. Und dort machen wir jetzt das Rennen quasi umgekehrt. So, Try Nummer 2. Eben beim ersten, der war eigentlich nicht schlecht, hätte ich jetzt persönlich gemeint, aber es haben 4 Sekunden gefehlt. Das Ding ist, die Strecke ist halt auch relativ lang, ne? Da kann man natürlich dann einfacher ein paar Sekunden ausgleichen, aber 4 ist halt trotzdem viel. Dann echt mal gucken.
Ich versuche jetzt hier am Anfang mal ein paar Elan noch zu sparen, ne, dass ich hinten raus eventuell ein bisschen was reinholen kann. Weil da habe ich dann öfter das Problem, dass ich wenig bis kein Elan mehr habe. Ach fuck, das hat beinahe voll diesen Felsen da mitgenommen. Bin nebenbei mit einem anderen Schein einer Gruppe für RBG. Aber da tue ich jetzt das gleich erst annehmen. Jetzt legen wir das kurz zu Ende. Ich habe nämlich ein gutes Gefühl hier. Shit. Wird schon wieder zu knapp. Hier habe ich jetzt halt keinen Elan mehr, ne? Oh, es hat für Gold gereicht. Na, sogar gut drunter, tatsächlich. Sogar gut drunter. Wunderbar. Dann sind wir hier auch fertig. Dann sind wir am letzten Spot. Und zwar befinden wir uns einmal in Durota auf den Koordinaten 56, 63. Und hier wollen wir jetzt einmal das letzte umgekehrte Rennen fliegen und mal gucken, wie das so läuft. So, Try Nummer 4. Ich hasse jetzt schon diese Strecke, vor allem aufgrund der Bäumen. Ich habe jetzt noch keine Runde fertig geflogen, weil ich jedes Mal in den Bäumen hängen geblieben bin. Hier muss ich gleich nach unten. Ja, aber also ich drehe sofort nach hinten weg und trotzdem, da ist halt komplett dicht. Ich weiß auch nicht, wie ich da vorbeikommen soll. Da müsste ich anhalten und dann umdrehen. Keine Ahnung, viel schärfer kann ich eigentlich nicht rumfliegen. Siehst du halt einfach gar nichts, ne? Fliegst komplett durchs Unterholz. Das ist eine richtig räudige Strecke, ich sag's euch. Fuck it. Oh, da, wenn ich da hochfliege, schwierig. Richtig schwierig. Schauen wir mal, was der Timer sagt. Also Silber und Gold ist auf jeden Fall dabei. Silber und Ding. Ah nee, Gold ist auch dabei. Ja, nice. Was war ich denn jetzt drunter? Das war eine knappe Kiste, oder? Ah ja, gut, dass ich es mal zu Ende geflogen habe. So krass war sie anscheinend gar nicht. Und ja, damit haben wir jetzt wieder alle Drachenrennen-Achievements. Das war jetzt quasi der umgekehrte Teil. Falls euch noch die fortgeschrittenen Rennen fehlen, zu denen habe ich auch ein eigenes Video gemacht. Da könnt ihr gerne reinschalten. Und ja, wenn ihr jetzt quasi die normalen fortgeschritten und Gold habt, dann gibt es natürlich auch noch ein Meta-Achievement und für den gibt es den Titel Kallendorf Flitzer oder Flitzerin, je nachdem, ob ihr einen männlichen oder weiblichen Char habt. Juti, jetzt könnt ihr lostigern und eure 144 Marken abgeben, beziehungsweise wir haben ja zusätzlich noch die Quest eingenommen in Waldracken, wo wir nochmal 10 kriegen und die können wir jetzt quasi einmal ausgeben. Und ja, wenn ihr dann alle Sachen kaufen wollt, die es beim Händler gibt, könnt ihr noch zusätzlich quasi mit einem Twink ein paar von den Rennen fliegen, um euch die restlichen Marken zusammenzukaufen. Juti, für den kleinen Guide soll es das jetzt gewesen sein. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.